Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Spieler am Deckcheck. Ich bin's, euer Patrick, und bei mir ist wieder der Matthias. Hallo, servus. Und der Matthias hat uns heute einen Proof für Standard mitgebracht. Ja, genau. Normalerweise bin ich eher in anderen Formaten zu Hause, aber M19 schaut recht cool aus und da habe ich gleich dem Thema entsprechend Dragons ein Deck mitgebracht. Okay, du hast gesagt vorhin, es ist ein 2 bis 4 Color Dragon Ja, Stack. genau. Also es sind zwei Hauptfarben, du bist rot-grün, schwarz ist auch so ein bisschen dabei und dann ja, bist in weiß auch noch leicht drinnen. Also es ist so, du bist eigentlich hauptsächlich zweifärbig, aber Splash doppelt. splash deine Drachen in diverse Farben rein und splash Removal rein. Also es ist Okay. kunterbunt, ein bisschen sketchy für Mana, aber ja, Na gut, dann es schau. wird sich schon ausgehen. Okay, na, dann schauen wir uns mal das Mana an. Du spielst 3 Mountains und 8 Forests. Genau, richtig. Ja, 8 Forests, wenn man nachher, wir können vorweggreifen, wir spielen eine Dreier-Drop, der hat Doppelrot drinnen. Den Shark hat Welcher den neuen. könnte er sein? Da sind die Forests natürlich nicht optimal, wir wollen aber unbedingt normalerweise Turn 1 Land of Elf legen, weil wir eigentlich präferieren, einen anderen Dreier-Drop zuerst zu legen. Okay. Das heißt, ja, das Deck ist einfach so viel besser, wenn man Turn 1 Land of Elf hat. Nona nicht. Deswegen. Wer Magic kennt, wenn man Turn 1 eine Mana-Kreatur legt, läuft alles viel smoother und das ist in dem Deck auch so. Okay. Gut. Du spielst dann 10 Jacklander. Du spielst 4 Woodland Cemetery. Genau, das sind Da die hast du jetzt Jack. Schwarz dabei. Da habe ich jetzt Schwarz dabei, genau. Für einerseits Drachen, andererseits Removal hast du Removal, gesagt, habe ich immer ja. schon gesagt, genau. Die checken bei Forest, von denen wir relativ viel haben. Dann haben wir zwei Dragonskull Summit, die checken bei Mountain, wo wir Ja. relativ wenig haben. Darum haben wir da nur zwei. Okay. Und die Rootbound Crag checken bei allen unseren Basics. Ja, die sollten eigentlich immer ungetappt kommen, wenn man Okay. es jetzt nicht Turn 1 legen muss. Ja. Und mehr als mehr umgetappt ist was, als wenn du noch 3 Ether habt, die Genau, alles richtig. Mana Die machen. machen alles Mana, das ist zusätzliche Source, die Turn 1 den Land of Elf legen können. Und später, ja, Free for All quasi. So, der Patrick hat jetzt passend zur Main-Karte des Decks oder der Karte, die mich dazu verleitet hat, dieses Deck zu bauen, auch endlich das Licht gefunden und aufgedreht. Perfekt, Spotlight auf diese Karte bitte. Also, Genau. wir spielen vier Dragons Horde. Ja, das gehört noch ein bisschen zum Mana. Es gehört zum Mana. Das Verrückte ist, also ich habe die Karte das erste Mal, wenn ich mir durchgelesen und mir gedacht, okay, passt, das ist halt wieder so eine Drain Payoff Karte. Nein, das macht halt so Mana von irgendeiner Farbe für alles. Das heißt, es hilft uns auch bei unseren Spells, die auch ein bisschen sketchy sind vom Mana, die zu casten. Und es ist halt einerseits rammt sich in deine Drachen hinein und andererseits hilft es bei einer der Probleme, die Ramped Decks irrsinnig oft haben, dass du early dein Mana bildest, dann spielst du einen fetten Threat, Ja. der wird beantwortet Und dann ist und dann aus. stehst schon am Bahnenstreifen, weil das Gas ausgegangen ist. Also das ist halt nicht optimal. Und ja, das lässt sich halt einfach Karten ziehen. Also die Karte finde ich halt absurd. Die habe ich im Spoiler gesehen und mir gedacht so, okay, passt, mit der baue ich fix ein Deck halt. Okay. Ja, dann ganz Deswegen auch kurz. 4. Dann. Genau, wir wollen die halt, also mit Lana Waves, wir wollen die halt immer Turn 2 haben. Das ist definitiv die Karte, die man Turn 2 legen will in dem Deck. Ansonsten, was wir Turn 3 legen wollen, ist, wir haben vier Sharkans. Okay. Wir sind ein Drachendeck und der ist halt mit, ja, wir sind kunterbunt drüber und haben Drachen in vier Farben. Insgesamt ist der natürlich optimal. Ja. Vier ist kein Problem wegen seiner ersten Ability. Du lootest halt zusätzliche Exemplare weg. Und das Ultimate, sehr flavorful, macht auch nochmal ein paar Drachen. Ja, also Ultimate macht halt was? 4, 5, 5er. Da ist dann wurscht, wenn du halt sonst keine Drachen findest. Ja, Und halt eher plus Dragon's Horde lassen dich ja auch Drachen suchen. Das heißt, du hast praktisch zwei Mana-Karten, die vielleicht auch Payoff sind. genau, richtig. Darum können wir es uns erlauben. Wir haben dann noch vier Lana Elfen, wie gesagt, angesprochen, den wollen wir immer Genau, Turn ja. 1 haben eigentlich. Und zwei Servant of the Conduit. Ja. Das heißt, wir haben einfach, das Deck ist halt Mana Removal Payoff. Ja, weil wir haben ja That's it, 24 basically. Länder, dann jetzt 14 Mana-Karten Genau. und, aber wobei halt von diesen 14 Mana-Karten sind halt 8 Karten, die halt Card Draw haben oder halt anderes Value. Genau, richtig. Also. Also wir haben, wie gesagt, wie du angesprochen hast, wir haben halt acht Karten, die so Mischmasch sind. Die sind im Gameplay integriert und finden uns halt dann auch unsere Late-Game-Sachen, beziehungsweise auch machen Card Advantage mit dem Dragon Sword. Gut, dann kommen wir zum ersten Drachen. Du hast den 4 Mana-Drachen.
dreimal drinnen. Varix Bladewing. Genau, wir wollen eigentlich nicht für 4 Mana casten, im Idealfall kickt man ihn gleich und er bringt einen Kumpanen mit. Dann kostet halt 7. Dann kostet er 7, ja, wobei, wie gesagt, wir haben halt relativ viel Mana in dem Deck. Ja, und Sakan macht halt doppelt gleich, also du kannst praktisch was, wenn du Turn 2 Drangsword legst, genau. Turn 3 Sakan legst, hast du Turn 4, wenn 7 Mana. 7 Mana? Ja. 8 Mana sogar. Weil, wenn du kein 8 Mana, wenn du immer ein Land gelegt hast. Ja. Wenn du hast Lano Elf, Drangsword und 2 von Dings sind 4 plus 4 Länder sind 8 Mana, Turn 4. Sounds fair, ist schon me. Fair, ja. Plus du hast halt gleich eine Mark auf dem Drangsword oben. Also das ist. Also, wie gesagt, das Drangsword finde ich einfach super geil. Okay, und vor allem das Drangsword triggert bei Cast, oder auch? Ich glaube, es triggert auch bei Cast, ja. Weil sonst wäre es ja. Die anderen Karten triggern auch bei Cast, also würde es mich wundern, wenn es Comes into. Also, es ist, ich bin ziemlich sicher, dass es Cast ist, weil bei Token glaube ich nicht. Weil dann wäre es ja praktisch bei 2 auch machen, sozusagen. Ja, genau. Beim Dings, das wäre halt dann noch mehr bonkers. Das wäre confirmed, super bonkers. Ich meine, es wäre mit Sharkan Ultimate confirmed, aber gut, wenn es Sharkan Ultimate ist, ist das ja eh schon wurscht. Ne? Das stimmt. Mit Queen Stasia. Gut, dann hast du natürlich 4 Glorybringer. Ja, 4 Glorybringer ist halt der beste Drache. Ja, es ist definitiv der beste Drache. Ich finde es immer noch flavorful, dass der Non-Dragon quasi anhauchen kann mit seinem Drachenarten, das finde ich super cool. Mhm. Ist halt, ja, wenn jetzt mehr Drachen gespielt werden, ein bisschen problematisch, aber ja. Okay. Er ist halt definitiv auch der Beste, einfach weil er Haste hat, das heißt, er pressured Planeswalker am besten. Mhm. Bisschen schade ist halt, dass die guten Planeswalker, sag ich jetzt mal unter Anführungszeichen, mit Teferi und Khan out of reach sind, weil die halt, wenn Teferi abtickt, 5 hat und der Khan halt einfach schon mal 6, also das ist ja sowieso absurd. Das ist ein bisschen ein Problem. Da kommen wir nachher noch zu einer Karte, die wir unter anderem auch deswegen spielen, dass wir einfach Planeswalker besser handeln können. Okay. Gut, dann spielst du 2 Palladia Mors, der Ruiner. Das ist die dreifärbige rot-grün-weiße Dame. Genau, das ist die Naya-Dame. Ja. Da tippt man ein bisschen in Weiß hinein. Was aber, wie gesagt, wir haben 4 Drangsword, wir haben Aether-Hubs, wir haben Sharkans, die unser Mana fixen. Okay. Und wir brauchen erst Turn 6 ein einzelnes davon. Das heißt, das ist im Normalfall kein Problem. Ja. Servant of the Conduit kann es auch machen. Mhm. Und Aether-Hub, also. Und ja, wir haben im Normalfall genug Sourcen, dass wir die einfach reliable legen können, okay. Ohne das Ding was ist. Und dann hast du dich Flying Vigilance Trample. Genau. Und dieses Pseudo-Hexproof. Das Pseudo-Hexproof, genau. Ja. Richtig. Das heißt, im Normalfall haut er einmal hin mhm. und macht 6 Schaden und muss dann beantwortet werden, was jetzt auch nicht so einfach ist. Ja. Oder du frisst halt im Combat ein Viech und dann wird er beantwortet. Das heißt, du tradest, also entweder macht halt 6 Schaden und frisst den Removal. Ja. Im Idealfall frisst er dabei einen Planeswalker oder so. Mhm. Oder du frisst halt ein Viech und dann Removal. Das ist also immer 2-2-1. Das genau, ist das ist nett. Immer 2-2-1, was natürlich leimern ist. Genau. Ja. Und weil du ein gieriger Hund bist, spielst du dann auch 2 Darigas Reincarnated. Der kostet gleich 7 Mana, der ist schwarz, rot, grün und 4. Genau. Ist aber dafür 7-7. Der ist dafür mal 7-7, genau. Und das 7-7 ist der Grund, warum wir den spielen. Und das heißt, weil ich einfach einen Drachen will, der neben der Glorybringer, wie angesprochen, Pressure Planeswalker, aber removed halt nicht einfach gleich. Mhm. Und der macht das halt einfach. Der killt halt auch einen Khan sofort und der killt auch einen Teferi sofort. Ja. Er hat halt auch Trample noch dazu, also er kann. Genau, über irgendwelche kleinen Lulatsch-Blocker hupft auch einmal drüber. Mhm. Und ja, also der ist wirklich drinnen, weil er spezifisch gegen Planeswalker gut ist. Okay, und dass er stirbt und dann irgendwann wiederkommt, ist auch kein Nachteil. Ja, ist auch kein Nachteil, wobei man sagen muss, gegen so fette Viecher, das Removal of Choice ist halt meistens Enchantment-based oder okay. Settle Wreckage und so, und dann ist es ja. Ist er im Exil. Ist er im Exil, genau. Mhm. Gut, dann kommen wir zu deinem Removal Suit. Da fangen wir an mit einem Einmal-Removal. Du spielst 2 Magma Spray. Genau, das ist Mono-Rot ist noch im Format. Also das kann man gleich sagen, das Deck wird definitiv relativ anders ausschauen, wenn Karten wie Scrap Heap Scrounger und Hazoret nicht mehr im Format sind. Ja. Das heißt, ja, im Moment ist es einfach nur ein Zugeständnis gegen diese Mono-Rot oder schwarz-roten Decks, dass du Magma Spray hast, um den zu removen. Okay, dann hast du auch 3 Abrade. Ja. Selbes Spiel wahrscheinlich. Selbes Spiel, genau. Es ist einfach, einerseits hast du diese Vehicles immer noch im Format und andererseits, was ganz wichtig ist, dass man auch zerstören kann, ist Godfarer's Gift. Wird jetzt wieder mehr gespielt und das musst du einfach kaputt machen können. Ja, weil er halt dann einen 6-6 Engel, der dagegen legen kann. Ja, genau. Das ist halt grauslich. Das ist grauslich. Den wollen wir nicht. Verstehe. Und dann hast du auch 2 Spitflame, die finde ich auch cool, die ist ja auch also genau, 19, richtig. Macht die halt 4 Schaden. Genau, die macht 4 Schaden und das ist eine von den Karten, von der würde ich mehr spielen, wenn die Rotation stattfindet. Okay, weil dann wird es Magma Spray wahrscheinlich weniger. Ja, wahrscheinlich spielen. Weniger Magma Spray, Abrade fliegt sowieso auch raus, also ich meine Magma Spray auch. Aber ja, Spitflame ist auch so eine Payoff-Karte, die kannst du halt für 1 Mana live und return, wenn du einen Drachen spielst. Mhm.
Ja, das heißt, das Deck hat einfach in seine Karten schon eingebaut den Card Value. Advantage. Genau, richtig. Gut, dann du hast gesagt, du hast Removal, das die Mana-Base angreift und genau. Das halt für Planeswalker ist. Du spielst ja. zwei Vraskas Ich spiele zwei Vraskas Contempt, das ist einerseits für Planeswalker. Wie gesagt, wir haben unsere Haste-Kreaturen und jetzt haben wir zwei Vraskas Contempt auch. Doppelschwarz ist halt schon a Stretch, aber wir spielen halt sechs Jackländer, die das machen. Wir spielen das Dragons Horde, das ja. leibenderweise irgendein Mana macht und nicht nur auf drei Drachen restricted ist. Und ja, und es kann halt auch, wie gesagt, angesprochen Hazoret handeln. Ja, das ist halt wahrscheinlich auch für dich wichtiger. Ja, das ist eine problematische und Karte. Dann die letzte Karte im Main Deck, und die finde ich auch super geil. Die ist sehr spicy. Ist Sakan Unsealing. Genau, da haben wir vorhin auch drüber geredet und ich war einfach der festen Überzeugung, dass wenn die Kreatur ins Spiel kommt, also eine Kreatur mit Stärke 4, 5, 6, oder 6. Genau, dass die den Schaden auf eine Kreatur schießt. Ja, aber ich habe diese Karte in meinem Twilight Giant Ziel gehabt und genau. wusste, nein, die schießt auf irgendein Ziel. Genau, es ist irgendein Ziel und wenn du castest. Ja. Der Fuck ist dies. Muss nicht resolven. Es muss nicht resolven und du kannst halt auf irgendwas schießen. Ja. Also die Karte, ich würde sie spielen, wenn es die quasi meinen Modus, den ich ursprünglich gedacht habe, hätte. Ja. Aber in dem Modus ist es halt einfach Banane. Also was die so Drachen legen, jo, counterst halt, gut, 4 auf dich. Leiband, wie oft können wir es noch machen? Hm? Und wir haben genug halt. Also weißt du, da muss er halt schon alles countern und frisst halt trotzdem jedes Mal 4 Schaden. Ja. Wenn dein Hester durchslippt, wieder ist vorbei auch gleich. Ja. Also, okay. Und ist natürlich mit dem Darikas der zweite Modus Power 7, ja. der wipet dann halt einfach mal das Board. Ja, der macht halt definitiv 4 Schaden auf den Spieler, aber halt auch 4 Schaden auf alle seine Kreaturen. Genau, und Planeswalker auch. Und also der macht einfach 4 Schaden auf alles, ja. was der Gegner hat. Das ist, kann das ein Vibe auch sein. Ja, also das ist schon auch eine gute Payoff-Karte. Mhm. Vor allem nimmt es halt quasi, weil ja viele unserer Drachen haben halt kein Haste, ja. nimmt es halt ein bisschen diesen Nachteil raus, ja, dass die Drachen ins Spiel kommen und trotzdem sofort einen Impact haben. Mhm. Cool. Gut, dann schauen wir ins Sideboard. Und du hast gelogen, du bist eigentlich fünffärbig. Ja, weil, sagt das keinem. Weil im Sideboard finden wir zwei Chrominum. Genau. Und die sind ja blau. Die sind blau, genau. Die haben Flash und die können nicht gecountert werden. Aber ich meine, sie sind weiß, schwarz, blau, das heißt, sie ja. sind in deinen, sind Triple Splash. Ja, richtig, rot-grün brauchen wir nicht, ne? Wir legen zuerst die rot-grünen Karten, damit wir dann den Esper-Drachen casten können. Okay. Ja, der ist dreifärbig und offensichtlich, ja, kann nicht gecountert werden. Nicht ist der gegen Kontrolle. Ja. Drum ist er im Deck und gegen Kontrolle, ja. Können wir uns ein bisschen mehr Zeit lassen. Die pressionen uns nicht so, das heißt, wir werden den schon spielen können. Ja, und Dragon's Horde ist nicht ein hoch auf seiner Prioritäten ist zum Countern wahrscheinlich. Genau. Das heißt, du kommst wahrscheinlich auf vielleicht ein, zwei Dragon's Horde plus halt ein Aether Hub oder was auch immer und dann geht's schon. Dann ruft er Chance, genau. Und dann Sharkan, wenn der resolved, dann ist er überhaupt kein Problem. Ja gut, wenn er Sharkan resolved, dann hat er eh ein Problem, weil den tickst er so nach oben und irgendwann Ultimate er und er fällt um. Wobei, bei Settle. Da hupft der Chromium aus. Hui. Urleibend. Also den finde ich cool. Ja, ich finde auch cool. Darum haben wir den. Gut, dann hast du noch zwei Magma Spray. Genau. Ja. Selbes Spiel wie die ersten zwei natürlich. Genau, richtig. Das ist einfach more of the same. Ja, dann hast du noch drei Caster das Removal. Genau, richtig. Gegen A diverse Cast Down, Entschuldigung. Cast Down, ja. Schwarze. Das ist das Schwarze für zwei Mana. Ja, gegen andere Midrange Decks und vor allem diese grünen Stompy Decks mit Galter. Ich meine, ja, Galter ist natürlich ein schlechtes Beispiel, weil den können wir jetzt wieder nicht killen. Weil er legendär ist, ja. Der ist legendär, aber eventuell den neuen, genau, den Steelleaf können wir killen und eventuell Gigantus. den wie ist der Gigantosaurier oder ja, so irgendwas. Also diese fetten Viecher, die man mit unseren Burn-Spells nicht umreißen können. Okay. Genau. Dann hast du noch zwei Hour of Glory. Ja, die sind jetzt wirklich spezifisch für Hazoret. Also das ist wirklich, den wollen wir erledigen. Okay, und nicht auch gegen sowas ja, wie gegen andere Scarab God, genau, wahrscheinlich gegen Götter auch. Natürlich auch, ja. Ja. Auch ein. Aber hauptsächlich wegen Hazoret. Mhm. Okay, dann hast du noch drei Duress ja. gegen Kontrolle, schätze ich mehr mal. Gegen Kontrolle, weil wir doch relativ viel Burn-Removal unter Anführungszeichen haben, was wir halt nicht ins Gesicht schießen können. Ja. Brauchen wir ein bisschen Discard. Okay, und dann noch drei Dispossess, das ist wahrscheinlich auch wegen Godfarer's Gift. Genau, richtig, das ist gegen Godfarer's Gift spezifisch drinnen. Ja. Ja, passt. Ich finde es schon nach einem coolen Deck aus. Ich finde es ja urleibend, dass ein Drachendeck möglich ist. Ich finde ja, Sakan hat mir ja beim Deckcheck und auch beim Spoiler-Alarm und auch beim Unboxing-Video. Ist immer schwierig, wenn man nicht weiß, welche Videos man macht. Ja, das Problem ist, wenn man einfach alle macht, dann ist es ein bisschen schwierig. Ja. Kommt man durcheinander. Gesehen, dass ich den cool finde und ich finde es cool, dass es gleich ein Deck damit gibt. Oder du eins produziert hast. Ja, ich finde den auch sehr leibend. Also, weil die 3-Mana-Planeswalker haben immer das Potenzial, broken zu sein. Ja. Und ein Planeswalker, der einerseits lootet und andererseits halt Mana macht, ist, finde ich, schon sehr leibend. Ja.
Und was man ja auch sagen muss, wenn man halt nicht so gierig sein will wie der Matthias und die Mana Warum Base sollte man das vielleicht sein? ein bisschen weniger hart stretchen möchte, halt mehr auf im 19 den 5 Mana, 5-5 Drachen, der halt 5 Schaden schießt oder eine Kreatur Ja. opfern lässt, ja. Also das wäre auch eine Möglichkeit, also hätte ich, wäre es in meinem Kopf gewesen, einfach 4 Glorybringer, 4 mal den und aber Nicht auch greedy schon. genug, Patrick, nicht greedy Nein, genug. ich bin halt nicht so gierig, wie ich ausschaue. Na passt, Matthias, danke fürs Vorstellen. Immer gerne. Euch danke fürs Zuschauen. Wie immer könnt ihr natürlich Kommentare und Video hinterlassen. Ihr könnt uns auf Facebook und Twitter erreichen. Ihr könnt uns im Spiel am WLAN treffen. Ihr könnt, falls ihr noch nicht haben solltet, abonnieren. Ihr könnt das Video liken, das hilft auch. Und das Glockensymbol klicken. Genau, das ist auf der anderen Seite, als ich letztes Mal gezeigt habe. Ich weiß nicht, wo ich hingezeigt habe, es ist auf der anderen Seite. Es ist da, muss es sein. Weil das ist neben Subscription, also neben ist Okay. auch das Glockensymbol. Okay, gut. Dann Behaupte ich habe jetzt ich einmal. das letzte Mal falsch gezeigt. Also Okay. ich habe das letzte Mal falsch gezeigt. Es ist mir aufgefallen. Ich bin der Trottel da gestanden, habe irgendwo hinzeigt, wo nichts ist. Ich hoffe, ich habe es nicht wie die Idioten dort hingelegt. Das war nur ich. Gut, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Schöne Woche, ciao, ba. Ciao, Servus. Ich habe das Video angeschaut, ich zeige halt irgendwo hin, das ist so, nope, das ist nicht, was ist. Da nicht. Da nicht, definitiv nicht da. Oh je. Na gut, hat nur 40 Minuten gedauert, der Deckcheck. Easy.